Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir haben aktuell dezente Probleme mit unserem Megaraumschiff. Das scheint leider nicht so zu klappen, wie wir wollen. Ich kann nicht durch die Connected Living Spaces durch, was den Crewtransport auf einen verringern würde, was aber zu mentalen Problemen wiederum führt. Was kacke ist, bedeutet, dieses Raumschiff ist so gut wie useless. Wir können zwar an allen vier Punkten zum Beispiel so kleinere Raketen anbringen, aber ist ja auch komplett Laschmann, weil dafür habe ich das Ding nicht konstruiert. Also, Frechheit und so. Alpha Centauri, bist du das? Ja, das scheint so du zu sein. Er sagt hier kein Nitrogen drin. Was brauche ich denn Nitrogen? Also, unendlich, wir haben hier für gefühlt fast 100 Jahre Nahrung. Wir machen jetzt mal einen Vollschub. Die Triebwerke geben mal Vollgas. Und Power haben sie, das können wir auf jeden Fall schon mal bestätigen. Immer 0,9, das ist immer ein etwas. Und das so gut wie vollgeladen, sogar überladen, weil wir hier noch seitlich die Sachen dran haben, was ja eigentlich nicht der Plan war. So. Sind ja eigentlich jetzt nur der Testschübe, zu schauen, ob es fliegen würde. Weil wie gesagt, das wird dann von mir auch gedeorbit. Und was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen, ist das große Teil zu deorbiten. Mit einem riesigen Crash. Der Alan wird leider wahrscheinlich sterben, weil der ist natürlich in dem riesigen Raumschiff gefangen. Und ja, aber es hat auf jeden Fall Steuerfunktion. Es funktioniert. Es funktioniert ja. Rein theoretisch. Wenn Collected Living Spaces mitspielen würde. Weil ich check nicht, wieso ich nicht durch einen Gang, der als passable definiert wird. Als passable. Passable. Warum ich da nicht durchgehen darf. Ich habe extra aufblasbare noch Living Spaces genommen, damit es cooler ausschaut. Dann muss ich das ganze Teil jetzt umgestalten oder verstehe ich hier was falsch? Das ist natürlich mega beschissen. Weil das Ding, also es hat ja schon was, also, es schaut schon geil aus. Das ist ohne Frage, aber wir müssen jetzt dann alles deorbiten, aufräumen. Kann ich es nicht einfach zur Erde stürzen lassen und es fackelt alles ab? Bitte. Och Mann. Oh, ich kann heulen. Das ist so wieder so. So, warum muss das mir jetzt passieren? Im Grunde ist es jetzt. Also es kann sich drehen. Es braucht, aber es kann sich drehen. Positiver Ansatz. Ich werde trotzdem ein paar größere SES-Wheels, vielleicht links und rechts in diesen Dreier-Tanks verbauen, damit die sich sozusagen mitdrehen und außen an den großen runden Tanks würde ich RCS-Thrusters anbauen, die dann sozusagen auftanken oder so, oder halt dann noch ein bisschen unterstützend wirken können. Weil das Ding ist ja doch relativ massiv. Oben beim Living Space darf natürlich nichts sein, weil dann brennt mir alles ab. Und dann würde das Ding eigentlich fertig sein mit 2000 für Let's check. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache hier einen Manöverpunkt, burn voll raus. So, jetzt bin ich bei 1000. Das kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ich will jetzt nochmal gucken, wenn ich hier... Ah, das... Der Hälfte des Tanks wird es beim Hin als Ziel setzen. Okay, ich habe hier einen Punkt und hier einen Spot. Also würden wir uns nicht mal ansatzweise treffen, oder was? Nice. Aber egal, es proved den Point so ein bisschen. Es würde funktionieren... Hätte ich es besser geplant und besser überprüft, bevor ich hier anfange zu träumen. Aber mit 2634 MS... Ich weiß nicht, ob ich die guten Triebwerke sogar für den Weltraum verwendet habe. Ich glaube, ich habe sogar die schlechten verwendet. Also die nicht für den Weltraum unbedingt geeignet sind. Was ja auch wiederum bedeutet, wenn wir die Triebwerke jetzt bei dem nächsten Versuch austauschen, dass rein theoretisch... Rein theoretisch
dieses Konstrukt hier. Wie soll man sagen? Besser ist, mehr Schub hat. Vielleicht doch die Tankart austauschen gegen was anderes. Ich weiß es nicht. Es war zwar schweineviel Arbeit, das zu bauen, aber wenn wir es überlegen, ich weiß nicht, ob Methane unbedingt im Weltraum das Beste ist. Zum Starten bestimmt nicht schlecht, aber ums Weltraum? Komplizierte Sache. Also Mars wäre natürlich ein cooles Ziel, mal wieder Ziel entfernen. Genauso hätte ich mal irgendwann gern, oder was wir jetzt auf jeden Fall bauen könnten, wäre mal ein Schul. Ding, das können wir uns mal im Transfer-Window gleich nachher anschauen, wenn wir den hier in die richtige Position gebracht haben. Dann müssen wir noch die Crew-Transfers vorbereiten für den De-Orbit von der Hauptstation, weil, also für die Baustation, die wird dieses Mal AD gesenkt noch. Also sollte da Nuke-Platz sein, hoffe ich. Ansonsten darf halt einer sterben. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt noch. Nee, das hat mir jetzt zu lange gedauert und es ist zu frustrierend. Wenn es funktioniert hätte, ich hätte mir Zeit genommen, außerhalb der Aufnahmen, die einzeln zu landen, Raketen hochzuschicken, die alle wieder abholen. Das wären für mich die tollsten Leute der Welt gewesen. Aber sie haben mein Collected Living Space kaputt gemacht. Und ja, da werde ich noch oft drüber ragen. Also es dreht sich. Positiver Aspekt. Bedeutet, die müssen wir heute destagen, die müssen wir destagen. Wir machen jetzt mal Vollschub an. Alter, wenn da hinten, schaut euch diesen Antrieb an. Also, es schaut geil aus, ohne Frage. Zack. Jetzt werden wir mit dem 200er Orbit mit minimalem. Das Ding kommt in der näheren Umgebung überall hin. Überall. Also, das Ding wäre ein perfektes Raumschiff zum Beispiel, um Massen zu transportieren von A nach B, von Mann zurück. Wenn du halt den ganzen Platz hättest, dann schickst du eine fette Rakete hoch mit vielen Menschen, das Ding fliegt zum Mann, tut die Crew austauschen, fliegt zurück, bringt dir die und fertig aus. Mega geil. Also dafür müssen wir eigentlich auch noch ein Raumschiff kreieren, das genau diesen spezifischen Anforderungen. Das braucht ja dann nicht so viel Nahrung alles, weil es wird ja 2 Tage unterwegs sein, maximal. Leute, da brauchst du 2, 3 Tanks an Luft und Essen, das war's. Nicht diese Massen, die gedacht sind für Jahre durch das Weltraum durchfliegen und erforschen. Nee, ich will nur so zum Mann und wieder zurück. Aber egal. Wir gehen jetzt mal, wo kann man nochmal die Transfer-Window? Da. Mich würde interessieren, von einem Kerbin 100 Kilometer Orbit zum Joule 100 Kilometer Orbit. Showface Engel? Nee, das war jetzt echt nicht der Plan. Ist das jetzt aktuell der Stand oder wie soll ich das sehen? Plotted. Hier ist ein Sweet Spot. In wie vielen Jahren ist das denn? Das ist, wenn ich hier jetzt in diesen Sweet Spot gehe. Travel Time 3 Jahre. Holy shit, Arrival in 11 Jahren. Departure in 11 Jahren. Hier brauchen wir 5000 MS. Hier brauchen wir auch rein theoretisch 5000 MS. Aua! Wenn wir sagen, wir machen jetzt interessante Idee. Duna. Abflug. Plotted. Dann gibt's hier. Dann brauchst du gar nicht so viel. Dann brauchst du insgesamt. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Departure aber auch erst in 7 Jahren. Was wir aber natürlich jetzt brauchen, ist von Kerbin zu Duna mal wieder bald. Plotted. Was hätten wir denn da? In 7 Jahren. Ja, genau. Aber dann hast du halt auch diesen Sweet Spot mit 1600. Wenn wir vergleichen. Oh, da haben wir nur noch 1000 übrig. Also der Rückflug wird dann relativ eklig. Wie ist denn das andersrum? Von Duna zu Kerbin. Genau. Plotted. Da gibt es jetzt zum Beispiel, hier den Speed braucht aber auch 1600 MS. Also du kommst nicht rum, dass du mindestens fast 4000 MS für diesen Scheißflug brauchst. Alter, wo sind wir denn hier? Aber das wird natürlich mit bestimmten Triebwerken gar nicht unmöglich sein. Nuklear.
Und so, das könnte funktionieren. Das könnte. Ja, ja, das könnte funktionieren. Also, wenn wir die. Wer fliegt da? 16.000. Alter, geht's noch beschissener? Da waren wir da. Ha. Da war gerade irgendwas mit 20.000. Aber irgendwo ist 22.000. Ah, lustig. Hier brauchst du 10.000. Also, wer fliegt denn da? Travel Days. Also, wenn man hier zum Beispiel sagt, hier losfliegen, hast du 2.500. Fliegst in 7 Jahren los. Wenn ich jetzt hier sage, Max, earliest departure. Earliest departure kann in einem Jahr sein, mein Freund. Warum in 6 Jahren? Dann ist klar, dass da nicht gibt. Guck mal, wir machen jetzt latest departure in 2 Jahren. Ne, warte mal. So. Ich wundere mich schon, warum geht es alles so spät? Nee, null. Kann man nicht null machen? Oder ist es jetzt sozusagen das aktuelle Jahr? Plotted. Genau, dann gibt es hier einen Sweet Spot. Genau in Jahr, ein Jahr, Tag 165. Arrival in 2 Jahren. Wir brauchen Total Delta V 1600. Also eigentlich sogar relativ easy. Ich würde mal sagen, adden wir zur Alarm Clock. Close? Warte mal, hä? Das ist plus... Mal, welches Jahr haben wir jetzt? Oh. Das zeigt mir... Ach Mann. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir sind im Jahrhundert... Yo, das ergibt natürlich dann ein bisschen Sinn. Blooded. Hups. Da oben gibt es einen Sweet Spot. Oder hast du... Never Travel Time von wie vielen Tagen? Ein Jahr lang. Okay, wenn wir sagen, wir machen bis Jahr 8. Er darf bis Jahr 8 fliegen. Plotted. Sweet Spot. 113 Tage. Add to Kerbal Alarm ist in einem Jahr 160 Tage. Joule. Warte mal, Joule hat doch Leif zum Beispiel. Wenn wir uns den jetzt mal... Warum... Hä? Nee, von Kerbin bitte zu... Moho, Dress, Ilo oder Pastor, Joule. Interessiert mich jetzt mal. Wenn ich jetzt hier Alert Alarm... Nein, oh Mann, ich hab doch einen schon. Brauch nicht zwei. Wollte eigentlich Plotted machen. Dann wäre hier der Sweet Spot mit 5000 im S. Und das wäre im Jahr 8. Hätten wir auch mal einfach zur Alarm Clock. Ist auch ein paar Tage später, also brauchen wir aber richtig Schubkraft. Holla! Das könnte interessant werden. Aber wir tun die mal in die Alarmglocke rein. Joule wäre so auch so ein größeres Ziel, eigentlich, was ich gerne mal hatte. Aber ja, was wir auch mal machen könnten jetzt hat, ist die Stage hier abdocken. Sag AD, abdocken. Dann müssen wir jetzt hier auf die Taste wieder gehen. RTN. Das habe ich auch seit langem mal das erste Mal so ein Orbitalmanöver-Ding verwendet. Das Ding hat ordentlich Schub und braucht wenig, also sehr interessantes Triebwerk, muss ich lassen. 3572 MS. Mit dem kleinen Teil könnten wir den Lander rein theoretisch transportieren. Also da müssen wir vielleicht mal einen Test machen. Ach, Triebwerk sollte man vielleicht aktivieren, ne? Baff! Auf Wiedersehen. Also schau mal, wie schnell das Ding ist. Puff, weg! Warte mal, wir müssen mal reinzoomen. Wo ist Kerbin? Und direkt geht das mal hier zu Boden. Hier vorspulen. Zack, die Station ist, oder das Raumschiff ist natürlich schon AD. Ah. Nee, ist es das noch? Nee, okay, das war Dreck auf dem Bildschirm. Denken wir schon so, hey, ich sehe es noch. Nee, war es nicht. Ja, ups, so, warte mal, hier. Nochmal,
einfach Vollboost geben. Einfach, weil ich das bisschen ausnutzen will, das Teil. Es könnte sich rein theoretisch auf 0 MS runter beschleunigen. Schafft es das? Wenn ja, mega nice. Das wäre natürlich mega nice, wenn es das schaffen würde, ne? Ich glaub's zwar nicht, weil dafür braucht es jetzt mega viel Kraft auch. Es hat ja Kraft. 1,65 SGV im Weltraum. Wir haben normalerweise so 0,5. Also das Dreifache von unserem Standard-SGV im Weltraum. Und es kommt gut runter. Der Bremsweg geht so einfach so. Nope. Absolut kein Bock. Absolut keinen Bock. Schau mal, es wird weiter runterbremsen die ganze Zeit. Das ist super. Da muss ich noch einen Weg. Es gibt auch irgendwie einen Weg, dass du sozusagen das auch im Weltraum machen kannst. Wie ging das nochmal? Wenn du längere Schübe hast, wäre das natürlich genius. Als ob. Warte mal. Holen wie holt, wir schweben. Bitte was? Okay, lass uns mal ein bisschen fallen. Das interessiert mich jetzt. What happens here? Wir haben das Teil auf 0 MS und wir haben immer noch 789 MS. Wieder Vollboost. Also ich glaube nicht, dass wir sicher landen können. Dafür verlieren wir viel zu schnell. Aber da haben wir fast keinen Treibstoff mehr dafür. Aber dass das funktioniert, finde ich ja schon mal mega nice. Wir sind halt mitten in der Atmosphäre mit fast keiner MS beim Landen. Wir gehen nochmal weit in den Tiefflug. Also rein theoretisch hätte ich schlauer machen können. Weil jetzt... hat das Ding ja nochmal richtig Speed verloren. Und Aufschlag! Batz! So. Wir gehen jetzt... Ja, hä? Was willst du denn von mir? So, okay. Ich hätte gern zur Weltraumstation. Was mich jetzt interessiert, was wir uns jetzt anschauen werden, ist... Ups, Mikrofon bleibt da. Warum zum Fidizzle? Oder was ich brauche, um bestimmte Antriebe noch zu kriegen. Und dann muss ich überlegen, wie zur Hölle ich die Punkte krieg. Ja, schon beim... Ich finde dann... Also in diesem Fall, wo ich mich jetzt befinde, in diesem Knackpunkt, würde ich es fast schon sagen. In diesem Punkt, wo ich... Keine Ahnung. Entweder bin ich zu unkreativ oder bin zu dumm. Aber für mich ist es gerade schwer, neue Wissenschaftspunkte zu kriegen. Ich bin an so einem Knackpunkt. Ich habe einen Rover dort und da. Ich könnte noch irgendwo anders einen Rover hinschießen. Aber egal. Es ist schwer, die genügend Punkte für die nächste Stage zu kriegen, um halt den nächsten Schritt zu wagen. Weil ich hätte gerne für... Also rein theoretisch hätte ich gerne für meine Mission zu Duna, zur Besiedlung, diese Antriebe hier. Den Hades, den Serviet, also diese vollen nuklearen Antriebe. Weil die natürlich für den Weltraum mega geil sind eigentlich. Also die nehmen hier Gas irgendwie. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie die funktionieren teilweise. Oder ob das hier... Luftantriebe sind, aber wir hätten ja rein theoretisch selbst die hier. Und die tun im Vakuum 300 Kilonewton erzeugen. Das Ding hier tut 60 machen, aber das Ding ist halt auch massiver. Und wenn du dann so eine schöne Schale hinten rum baust, wo dann die Triebwerke eben drin sind, also weißt du, so ein Schutz außen rum, dass die Strahlung nicht nach vorne zu der Crew geht und dann drin 5, 6 Antriebe und prz, das Ding hält ewig und du brauchst nicht 3000 Tanks und sowas. Also, so meine Vorstellung. Außerdem hätte ich, das hier wäre so, aha, das ganze Schiff durch Sachen bauen und ich will groß bauen. Noch größer, noch breiter, noch weiter. Für die Menschheit. Die Propeller wären auch interessant. Da hätte ich eine neue Idee zum Stagen oder zum in den Weltraum schießen, dass wir mit Propellern links, rechts,
vollkommen bescheuert eigentlich, weitaus so Halter machen, wo die Propeller uns auf 20, 30.000 Meter hoch schicken und wir dann erst starten. Dann haben wir schon mal 30.000 Meter weniger, was uns ja keine Ahnung wie viel MS hilft. Klar, wir haben nicht die Geschwindigkeit, aber wir haben weniger Weg zum Weltraum, wo wir natürlich weniger Schub brauchen, um mehr zu erreichen. Feldforschung, klar, da gibt es auch viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Es gab aber auch noch Technologien, die im Elektronikbereich sehr spannend sind, wie hier halt die Bodenstation. Klar, die sind immer interessant, weil die bringen Punkte. Was ist denn das? Ein Zapher. Das ist auch wieder eine Engine, als ob. Das ist eine Engine. Also steht hier auf jeden Fall. This safe, affordable fusion engine with radiator. Ach, see, warte mal. Tut Strom erzeugen. Ich sollte das ganze Ding fertig lesen. Aber es gab hier doch auch noch die Elektronikantriebe. Ich müsste die nur finden. Wo waren denn die? Oder habe ich die schon? Nee, die habe ich noch nicht. Also hier geht es erstens noch weitere Schlaukopf-Satellitenköpfe. Die natürlich alle genial. Das ist kein Popoid SD. Das sind Adapter. Aber hier gibt es noch welche. Die natürlich alle und larger dishes für Weltraum und weiß da Kuckuck was. Hier, das ist ein Octo-Fachsteuereinheit. Genial für geile Raumschiffe für große. Aber da brauchst du 1500 Wissenschaft. Wo soll ich denn die herkriegen? Leute, das ist ja nicht das Einzige. Allein die letzte Stage hier. Das sind so diese. Da sind sie! Lithium-Antriebe. Haben wir da noch was in der Art? Hier, Argon-Tanks. Argonantriebe, Ionenantriebe. Das sind die ganzen Sachen, die ich gern hätte. Aber wie viel kosten die? 550. Also ich komme wahrscheinlich irgendwie hin. Aber wahrscheinlich muss ich davor auch noch das hier erforschen. Was eh eigentlich gar nicht doof sind, das hier Tanks. Das sind interessante Tanks auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall, ich laber schon viel zu lange wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.